Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, die erste Woche nach dem Urlaub ist auch schon wieder geschafft. Ich habe 4 Tage gearbeitet, es war sehr angenehm und ich bin aber noch nicht richtig zu Hause angekommen. Ich habe recht schlecht geschlafen und heute Nacht, so die erste, wo ich dachte, so jetzt bist du gefühlt wieder so ein bisschen im Flow, wie man so schön sagt. Es ist schon wieder etwas anders zu Hause natürlich als eine Woche im Urlaub und ich vermisse tatsächlich so die Wärme und das Prickeln vom Meer und auch die Wellen und das Schnorcheln und aber es ist natürlich auch trotzdem schön, wieder nach Hause zu kommen, die Lieben zu sehen und ein bisschen Sonne habe ich ja mitgebracht. Es war die Woche ja sehr, sehr angenehm und nachmittags tatsächlich auch noch richtig schön zum Rausgehen. Wir konnten ein bisschen was im Garten machen und war auf jeden Fall toll. Es haben schon ein paar gesagt, hattest du die Sonne im Handgepäck? Oh, ich glaube, es kommt sie auch gleich so ein bisschen rum. Ich hoffe, das geht trotzdem einigermaßen mit der Kamera. Und das war vom Wetter auf jeden Fall ein sehr schöner Herbst. Wir haben unglaublich viel Laub, was wir weggekehrt haben. Es war um uns herum, die Laubbäume sind gar nicht unsere eigenen unbedingt, die im Garten stehen, sondern auch die vorne rausstehen. Aber es ist so schön, wenn es dann raschelt und der Wind und ach ja, dieses Blätterspielen. Ja, buchtechnisch habe ich 3 Bücher beendet und ein Buch angefangen, das ich gemeinsam mit anderen lese. Und ich habe die Woche auch ein bisschen Serie geguckt, einen Film angesehen, wo es auch ein Gewinnspiel gibt, das ich euch dann noch kurz vorstellen möchte. Und dann starten wir heute am Samstag auch mit dem Leseclub-Buch und die Leseclub-Umfrage für das Novemberbuch ist dann auch heute beendet. Und beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, war es im Grunde schon gestern, aber ja, ich denke, an dem Ergebnis wird sich jetzt nicht mehr viel ändern. Und ich denke, wir fangen einfach mal an mit den Büchern. Ja, direkt an einem Tag weggelesen habe ich Gwendys Wunschkasten von Stephen King und Richard Schismar, wie man auch ihn immer ausspricht. Eine Novelle von Stephen King, erschienen im Heine Verlag, habe ich direkt am Montag, an dem Nachmittag, glaube ich, weggelesen und dazu dann natürlich ein bisschen mehr. Dann habe ich, glaube ich, Dienstag beendet White Sands von Jeff Dyer. Das habe ich ja schon letzte Woche gezeigt, dass ich das noch am Samstag im Urlaub begonnen habe, gerade auch auf dem Heimflug. Und das habe ich dann beendet und man sieht tatsächlich relativ wenig von der Schrift, weil weiß auf dunkelweiß. Ja, aber ich finde, so ein weißes Buch hat tatsächlich schon ein bisschen was. Dann habe ich als E-Book gelesen Nimmerlandsfluch von Salome Fuchs, ein Drachenmondbuch, das mir zur Verfügung gestellt wurde, worauf ich mich mega gefreut habe, denn es ist so eine Art Märchenadaption von Peter Pan. Daher auch in das Nimmerland. Und dann lese ich zusammen mit Ben und Lena und Susan Swansong Nach dem Ende der Welt von Robert McCammon. Das ist mein erstes fester Verlagsbuch. Und ich bin sehr gespannt, was uns in diesem Endzeitbuch noch erwarten wird. Und zu den restlichen Sachen, ja, kommen wir dann natürlich danach auch. Aber starten wir erstmal mit Gwendys Wunschkasten von Stephen King und Richard Schismar. Ja, wie auch immer man ihn ausspricht. Das Buch ist erschienen jetzt am 9. Oktober diesen Jahres im Heine Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als gebundene Ausgabe 10 Euro und als E-Book 9 Euro und hat 128 Seiten. Was ich tatsächlich ein bisschen wenig finde für 10 Euro, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also das ist schon, da verstehe ich tatsächlich, wenn man Novellen von Stephen King sonst eben zusammenfasst zu einem etwas dickeren Buch. Aber es ist super schön, wirklich aufgemacht. Es ist ja auch wirklich Hardcover und sieht schon richtig knuffig irgendwie aus. Wird sich auch gut im Regal machen. Wird, glaube ich, sogar, obwohl es gelesen ist, bei mir stehen bleiben und nicht zu meiner Mutter ins Stephen King Regal wandeln. Aber das verraten wir ihr nicht. Ja, das Buch spielt in Castle Rock in Maine und wir kennen diesen Ort ja bereits aus Needful Things, aus Cujo und verschiedene andere Geschichten, die darin gespielt haben. Jetzt geht die Sonne weg. Ach, das ist hier echt schrecklich. Und wir begleiten die 12-jährige Gwendy, die so ein bisschen mit dem Babyspeck zu kämpfen hat. Und bevor sie jetzt in die nächste Schule geht, möchte sie da so ein bisschen abnehmen und läuft immer eine Todestreppe hoch und runter. Und einmal oben angekommen, trifft sie einen unbekannten Mann mit Hut.
Und ja, der vertraut ihr den Wunschkasten an. Und ja, dieser Wunschkasten spuckt zum Beispiel Schokolade aus, wo kein Stückchen dem anderen gleicht, und auch gewisse Silbermünzen. Und ja, zudem hat dieser Wunschkasten auch Tasten. Und jede Farbe ergibt ja im Grunde einen Kontinent auf unserer Erde. Und es gibt auch noch einen roten Knopf, wo man sich überlegen muss, ob man diesen drückt. Und ja, sie soll eben auf diesen Wunschkasten achten und ja, alles mit Bedacht wählen. Und wir begleiten Gwendy jetzt ein bisschen im Älterwerden und was ihr da so ein bisschen passiert und ja, was es mit diesem Wunschkasten dann auch so ein bisschen auf sich hat. Und es war eine sehr, sehr gelungene Novelle, wie ich fand. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Es hatte einen wunderbaren Spannungsbogen. Es war schön, in diesen Ort zurückzukehren. Also ja, im Grunde Castle Rock mal wieder zu besuchen. Es gibt ganz viele Anspielungen auf Needful Things in einer kleinen Stadt, wie es ja in Deutsch heißt. Und das ist natürlich total schön. Also wenn man da so ein paar Dinge wiedererkennt und man denkt sich, huch, das ist ja ein sehr lustiger Kniff sozusagen. Und ich finde, Stephen King kann einfach schreiben. Er kann tatsächlich auch oftmals Novellen schreiben. Kurzgeschichten bin ich nicht immer der Fan, aber Novellen, finde ich, gehen immer noch ganz gut. Mir sind 128 Seiten einfach zu wenig. Man ist gefühlt gerade in der Geschichte, es wird gerade spannend und schon ist sie zu Ende. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen schade. Aber es ist eine wunderbare Geschichte, auch übers Erwachsenwerden, über Verantwortung, über ja, mysteriöse Wunschkästen und was sie eben mit einem Menschen tun. Und ja, dass man eben ja manchmal Dinge in Händen hält, auf die es Acht zu geben gibt, also dass es Sinn macht, darauf Acht zu geben, so wollte ich sagen. Und ja, eine wunderbare Novelle. Ich finde, man kann auch gar nicht so viel erzählen, ohne irgendwas vom Charme dieser Geschichte wegzunehmen. Und mir hat sie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand das Ende dann auch so ein bisschen plötzlich. Das ist ja manchmal so ein Flug von Stephen King. Ich weiß noch nicht, in welchem Zusammenhang wir hier Richard Schismar kennen müssten. Ich glaube, den kennen wir gefühlt gar nicht. Er ist, glaube ich, kein Autor, der war irgendwas anderes. Der war ein Verleger, genau, und ein Verleger von und auch Autor von Kurzgeschichten. Und der hat auch schon den Bram Stoker Award, ja, aber mir hat der noch nichts vorher gesagt. Ja, fand ich schön, so für zwischendurch, so eine Stunde, eineinhalb, war man gut beschäftigt. Hat Spaß gemacht, ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Read, aber für Stephen King-Fans, ich glaube, da muss man gar nicht lange irgendwas sagen, ist das natürlich eine tolle Geschichte gewesen, die auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat. Im Urlaub ja noch angefangen habe ich dann ja, das nächste Buch, White Sands von Jeff Dyer. Das ist erschienen am 19. September diesen Jahres im Dumont Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als gebundene Ausgabe 24 Euro und als E-Book 19 Euro und hat knapp 250 Seiten und ist mir im Dumont Herbst Verlag Programm aufgefallen, weil es einfach weiß ist. Und hinten im Klappentext dann die erste Frage ist, warum reisen wir? Und ja, das fand ich, ich fand da so verschiedene Fragen spannend. Ich habe sie mir auch mal aufgeschrieben, so notiert. Warum reisen wir? Woher der feste Glaube, dass es uns an einem anderen Ort besser ginge, der Himmel blauer wäre, das Lebensgefühl echter, das Essen besser? Warum schreiben wir manchen Orten eine geradezu paradiesische Aura zu, nur um im nächsten Moment festzustellen, dass das Paradies definitiv woanders sein muss? Und ja, wir haben hier Jeff Dyer, ein Autor, der tatsächlich schon einiges an Büchern veröffentlicht hat, auch Kurzgeschichten, und auch hier drin befinden sich eben verschiedenste Kurzgeschichten bzw. Reiseerinnerungen. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine Übersicht zu Beginn hatten. Ja, tatsächlich, also 8, 10 Reisegeschichten waren es. Und diese Geschichten ja, drehen sich mehr oder weniger um ihn selbst, um autobiografische Geschichten, wo er aber zu Beginn schon sagt, manchmal hat er auch etwas verändert, wie Namen, Orte, vielleicht auch tatsächlich die Handlung, sodass man gar nicht weiß, ob es jetzt tatsächlich echt ist oder nicht. Der Sprachstil von Jeff Dyer hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das ein sehr herausragender Schreibstil, der sehr hochwertig war, der sehr interessant war, der nicht irgendwie verschachtelt war, aber dennoch schon
ja, eine gewisse Aufmerksamkeit bedarf hat. Und das ist wirklich ein Buch, das man auch nicht so wegliest, sondern wirklich auch diese Erfahrungen, die einem mitgegeben wird, so aufsaugt. Und es gibt hier unterschiedlichste Themen. Wir sind hier einmal auf Französisch Polynesien und hier sucht der Autor Gauguins Traumland, was ich wieder lustig fand, weil ich ja im Urlaub auch Origin von Dan Brown gelesen habe und auch der sich ja mit Gauguin, also mit dem Maler beschäftigt. Ja, der Name ist einfach nicht meins. Ja, und dann dachte ich schon, okay, ja, was für ein lustiger Zufall irgendwie. Dann haben wir hier auch eine Reise in die verbotene Stadt Peking und wir suchen zum Beispiel auch die Nordlichter in Norwegen. Und es sind allerlei Geschichten und auch Perspektiven, die immer mal anders sind. Er ist mal reiner Tourist, mal ist er geschäftlich unterwegs, mal ist er als Autor unterwegs und mal einfach nur als Mann, der einer Frau begegnet und sich wünschte, dass es nicht sein letzter Urlaubstag ist. Und ich fand tatsächlich die ersten zwei, drei Geschichten sehr gut gewählt, sehr interessant. Leider gefällt mir der Fingerzeig von Jeff Dyer nicht, der oft sehr überheblich rüberkommt, der sich gern auch mal über Menschen stellt, gefühlt, und halt so ein bisschen raushängen lässt, dass er scheinbar intelligenter ist als sie, dass er eben Autor, Schriftsteller ist und dass er sowieso alles besser weiß. Und ich mag persönlich solche Menschen einfach nicht, auch nicht im privaten Umfeld. Und ich fand das so ein bisschen, ja, sehr egoistisch gewirkt hat. Und ich fand, also es gab so Momente, wie zum Beispiel, da ist er in Norwegen und macht eine Husky-Fahrt und lässt sich aber von der Husky-Führerin überhaupt nicht richtig einweisen, weil er denkt, ach, so eine Frau und die ist so ein bisschen, Und am Ende hat er natürlich dann die Huskies nicht unter Kontrolle, baut noch einen Unfall und hat auch noch seine Frau mit an Bord. Und ich denke mir so, na Junge, hättest du einfach mal zugehört. Ich meine, klar weiß man jetzt nicht, ob er tatsächlich diesen Erfahrungsbericht aus seiner Sicht erzählt hat oder es vielleicht beobachtet hat. Das muss man natürlich differenzieren. Aber manchmal sind diese Protagonisten der Geschichte eben nicht sehr sympathisch. Und da denke ich mir manchmal, Mensch, ich möchte doch die Reisen miterleben und möchte dabei sein und möchte durch Peking laufen und möchte dieses Gefühl spüren. Und ja, das hat nicht immer so geklappt, wenn halt eben sich der Reisende benimmt wie so der letzte Idiot. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen den Lesereisespaß betrübt. Dennoch sind die Geschichten sehr interessant und hinterfragen tatsächlich, ob Reisen es wirklich wert ist, dass man es tut, eben ein anderes Land kennenzulernen, sich vielleicht auch ein Reiseziel zu erfüllen und warum der Mensch dazu neigt, eben das, was er nicht immer hat, schön zu finden. Und gerade jemanden wie mich, der ja immer schon gerne gereist ist, auch schon viel auf der Welt unterwegs war und ich ja mein persönliches Paradies zum Beispiel einfach immer in Afrika finde und da kann also für mich zum Beispiel Karibik überhaupt nicht mithalten, so vom Gefühl her. Und da denkt man sich natürlich auch, ist denn da wirklich alles schöner oder ist es nur schöner, weil es eben Urlaub ist und weil man natürlich auch sehr viel Geld dafür bezahlt. Und ja, das soll aber natürlich meine Urlaubsstimmung nie trüben. Aber es ist natürlich schon eine Frage, warum es viele Menschen einfach immer ins Reisen zieht, warum man da Kraft schöpft und woher das kommt und warum man sich das nicht irgendwie vielleicht auch aus Zuhause schöpfen kann. Also es sind schon so ein paar Fragen, die da drin gestellt werden, die mehr oder weniger auch eindeutig beantwortet werden oder eben über Geschichten. Und das, finde ich, hat Jeff Dyer wirklich gut gemacht und hat mich gut unterhalten. Aber es war halt manchmal schon so ein bisschen, wo ich dachte, ach ja, jetzt nimm mal diesen Lehrerfinger runter und sei mal nicht so über allen. Und das hat mich so ein bisschen als Leser dann auch irgendwie gestört und so ein bisschen, ja, die guten Geschichten dann eigentlich schon so ein bisschen mit faden Beigeschmack. Aber ja, es war mal eine andere Art Buch. Es war wirklich interessant zu lesen, wie eben ein anderer das empfindet. Und ja, es hat auf jeden Fall auch mehr oder weniger natürlich Spaß gemacht, auch wenn ich mir einfach vom Autor schon ein bisschen eine andere Art des Erzählens seines Protagonisten, sag ich mal, irgendwie gewünscht hätte. Aber das Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert und ja, so natürlich dann auch bei diesem Buch nicht.
Parallel und dann auch danach ging es weiter mit Nimmerlands Fluch von Salome Fuchs, ein Buch, das am 10. Oktober diesen Jahres im Drachenmond Verlag erschienen ist und mir auch zur Verfügung gestellt wurde. Das Taschenbuch kostet 13 Euro, das E-Book kostet 4 Euro und es hat knapp 240 Seiten und ist der Debütroman der Autorin. Und als erstes möchte ich hier mal wieder das wunderschöne Cover von Nimmerlands Fluch bewundern, das ich unglaublich schön finde, dass mich direkt angesprochen hat bei dem Programmvorschau für den Oktober und ich dachte, oh, und dann auch noch ins Nimmerland und es wird so eine Märchenadaption, die aber tatsächlich düsterer sein soll als das, was wir von Peter Pan kennen und ich war direkt gefesselt von der Idee. Die Autorin selbst war lange Zeit Analphabetin und hat erst sehr spät schreiben und lesen gelernt und ich muss auch hier sagen, dafür, dass sie das eben nicht schon als Kind so alle Märchen und Geschichten aufgesogen hat, hat sie einen unglaublich tollen, märchenhaften, modernen, frechen, märchenhaften Stil. Sehr poetisch, sehr bildhaft und das muss ich einfach mal vorneweg werfen, weil ich das wirklich überraschenderweise sehr, sehr gelungen fand und bei diesem Buch nicht damit gerechnet hätte, dass es mich so packt, fesselt und begeistert. Aber fangen wir an. Von vorne, nämlich um was geht es in dem Buch? Ja, entgegen der Geschichten, die wir eben um Peter Pan, den verlorenen Jungs, den Feen und natürlich Nimmerland kennen, herrscht dort eben jetzt das Böse. Denn Peter Pan ist die Bösartigkeit in Person und er lockt kleine Kinder in sein Nimmerland, um sich an deren Lebenskraft und Angst sozusagen Energie zu nehmen. Und wir begleiten die 40-jährige Fae, die, wo wir schon vorab so ein bisschen ihr Schicksal erfahren, denn ihre Eltern mussten sie ins Menschenreich geben, damit sie eines Tages die Auserwählte in Nimmerland sein kann und dann auch Peter Pan zu besiegen. Und so wird sie eben als Baby abgegeben, landet bei einer Pflegefamilie, die sie nicht wirklich sehr nett und lieb behandelt, was so ein bisschen an Harry Potter erinnern lässt, aber ich glaube, das ist eben einfach sehr häufig so oder in Märchen ja auch oft so die böse Stiefmutter und so ein bisschen greift man das natürlich hier auch auf. Und wir erfahren eben so ein bisschen, wie ihr Leben ist, bevor sie dann eben ins Nimmerland kommt und dort von ihrer Auserwähltigkeit sozusagen erfährt und dass eben Peter Pan ein Monster ist und alle Geschichten, die Menschen über Peter Pan wissen, eben nicht richtig sind. Geschweige denn, dass Glöckchen eine niedliche Fee ist. Und dass es sich lohnt, für Feen zu klatschen. Wir erfahren, dass wir das lieber nicht tun sollten. Aber ja, eine Geschichte, eine Märchenadaption. Und wenn ihr schon öfter meine Videos gesehen habt, wisst ihr, ich bin nicht der größte Fan von Märchenadaptionen. Aber, und da passt jetzt dieser Abersatz wieder dazu. Hier war es großartig gemacht. Denn es ist nicht nur einfach das Märchen anders erzählt, weiter erzählt, eine Zeit aufgegriffen, die man vielleicht aus dem Märchen nicht kennt, sondern das Märchen ist komplett umgedreht. Denn wir haben hier wirklich einen sehr düsteren, schrecklichen und dunklen Ansatz eines Märchens und wir sehen Nimmerland und Peter Pan danach durch ganz andere Augen. Der Schreibstil ist unglaublich bildhaft, er ist ausführlich, er ist an den richtigen Stellen sehr direkt und märchenhaft und es ist eine unglaublich tolle Wortwahl, die Salome Fuchs hier gewählt hat und es war eine Geschichte, die mich gepackt hat. Ich hatte so das erste Drittel in einem Switch weggelesen, dann direkt weiter und ich glaube Freitag habe ich dann den Rest zu Ende gelesen und dachte mir, das ist echt der Hammer. Also eine Geschichte, von der ich nicht viel in Erwartung hatte, die aber alle Erwartungen, die man haben kann, im Grunde übertroffen haben und die mich total überrascht hat, dass sie mir so gefällt. Und ähnlich wie Märchen war auch Nimmerlands Fluch sehr schrecklich und es herrschte auch sehr schreckliche Stimmung in Nimmerland. Es war sehr brutal. Und an so mancher Stelle musste ich auch schon mal die Augen zumachen, weil ich dachte, oh, das willst du gar nicht lesen, was da passiert. Es war, also was natürlich beim Lesen auch nicht viel hilft, weil man muss ja irgendwann weiterlesen, aber es war wirklich toll geschrieben. Also es war sehr bildhaft, man hatte wirklich einen Film im Kopf, man konnte sich die Umgebung vorstellen, die Charaktere vorstellen, man konnte sich das Grauen auch einfach vorstellen und natürlich auch Fae, die da in eine Situation geworfen wird, in die keiner von uns
uns wahrscheinlich rein möchte. Und es war wirklich von Anfang an spannend erzählt, sehr packend. Es war wunderbar bildhaft, es war sehr ausschmückend, sehr märchenhaft, sehr poetisch und dennoch sehr düsterhaft erzählt. Und das ist eine Mischung, die ich wirklich großartig fand, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und die es wirklich zu einem kleinen Highlight macht. Das Ende ging mir persönlich dann leider ein bisschen zu schnell und es ging auch zu gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Es ging manches einfach viel zu einfach, wo ich mir gewünscht hätte, dass man vielleicht nochmal so 50 Seiten ranhängt und noch so ein bisschen eine Aufgabe dranhinge. Und ich wollte auch Nimmerland gar nicht verlassen, aber es war eine tolle Geschichte. Es ist für einen Debütroman wirklich grandios geworden und ich bin so froh, dass ich dieses Buch entdeckt habe, dass es mir zur Verfügung gestellt wurde und ich bin sehr gespannt, ob von der Autorin noch mehr so Düsteres aus der Märchenwelt zu lesen sein wird und es wird hier gefühlt auch immer düsterer. Ich denke, aber das kriegen wir jetzt gar hin, wenn es nicht gar jetzt ganz dunkel wird. Ja, aber es passt gerade zur düsteren Stimmung, weil ich mache mal ein Kerzchen irgendwie an und ein bisschen Licht hier reinbringe. Auf jeden Fall ein tolles Buch. Wer Märchenadaptionen positiv gegenübersteht, wer nichts dagegen hat, wer auch mal so ein Märchen aus einer ganz anderen Sicht erzählt haben möchte, also wirklich so genau das Gegenteil von dem, was man eben aus Nimmerland kennt, der sollte hier unbedingt dazu greifen, weil das Buch wirklich Hammer war und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das letzte Buch dieser Woche ist ein Buch, wo wir jetzt knapp, glaube ich, 200 Seiten gelesen haben. Und zwar Swan Song nach dem Ende der Welt von Robert McCammon. Ein Buch aus dem Jahr 2015. Ist im Fester Verlag erschienen, kostet als Paperback-Buch 14 Euro. Als E-Book hat es mich 5 Euro gekostet und hat knapp 576 Seiten. Und es gibt auch bereits den zweiten Teil, der dann, glaube ich, auch schon der abschließende Teil dieser Dialogie ist. Und das lese ich zusammen mit Lena, Ben und Susan. Wir haben, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch damit gestartet und dementsprechend haben wir jetzt halt so die 200 Seiten, glaube ich, grob auch schon gelesen. Und das ist eine Endzeitgeschichte, die mal ganz anders gefühlt ist. Sie ist aus dem Ende der 80er Jahre, ich glaube 87. Man spürt so ein bisschen den Gedanken des Kalten Krieges. Also man hat hier so die guten Amerikaner, die schlechten Russen und sowas dazwischen liegt. Und man spürt aber tatsächlich, dass die Geschichte gar nicht so weit von unserer Zeit weg ist, dass es Themen sind, die uns heute auch wieder mit USA und Nordkorea so ein bisschen mehr oder weniger betreffen. Und hier ist es halt tatsächlich so, dass auf die roten Knöpfe gedrückt wird und eben ein atomarer Krieg ausbricht. Und wir verfolgen hier so eine verschiedene Gruppen von Menschen und erfahren so ein bisschen, wie die eben mit der Endzeit umgehen. Und bisher kann ich sagen, ist der Schreibstil auch sehr bildhaft. Er fühlt sich sehr echt an und es ist sehr grausam. Und es gab so manchen ekligen Moment, wo ich dachte, oh, das willst du nie im Leben erleben. Und ich glaube, sollte es irgendwann mal eine echte Endzeitstimmung in unserer Welt geben, ich möchte in keinen Bunker. Also ich glaube, ich bleibe hier einfach oben auf der Welt sitzen und mache das Beste aus der nuklearen Verseuchung. Und man hat da wirklich klaustrophobische Gedanken und das ist so gar nicht meins. Aber ich denke, nächste Woche werden wir es dann zu Ende gelesen haben und da kann ich euch dann natürlich wirklich so einen finalen Eindruck dazu geben. So ist natürlich so nur der Anfangs der Eindruck und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es könnte sich ja noch irgendwie weiterentwickeln in den nächsten zwei Dritteln und bin aber sehr gespannt. Es gibt ja sehr, sehr positive Stimmen zu dieser Buchreihe und auch zum ersten Teil und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Und es hat für mich auch so ein bisschen ein Feeling wie Justin Cronins Der Übergang, wie die Passage-Trilogie, wobei das natürlich sehr viel epischer und atmosphärischer ist, das muss man dazu sagen, aber so ein bisschen dieses Grauen und was dann so ein bisschen einfach sich im Kopf abspielt, war da so ähnlich. Es ist, kommt nicht so richtig ran, aber so dieses bildhafte, grauenvolle und das Zeigen, wie Menschen so unter der Oberfläche sind, das spürt man hier tatsächlich auch so ein bisschen. Ja, seit Samstag
für mich heute, für euch gestern, haben wir unser Leseclub-Buch am Start, und zwar Winter People von Jennifer McMahon. Ich werde mich heute Abend dann dran setzen. Ich habe heute Nachmittag erstmal ein bisschen was vor und freue mich sehr auf Winter People, ein Buch, das jetzt, glaube ich, auch ein Jahr bei mir auf dem Sub liegt, was ein Menge-Exemplar war. Und ich bin mega, mega gespannt, ob uns das auch so ein bisschen Halloween-Grauen geben wird. Und ich glaube, das lesen wir jetzt auch bis nächsten Samstag, wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend kann ich euch dann natürlich in der nächsten Bücherwoche darüber berichten. Optisch finde ich meine Ausgabe mit diesem etwas glänzendem Auge wirklich schon etwas creepy. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das ist das ein Gesicht, wenn man das so... Nein, es ist, glaube ich, schon nur die gleiche Seite, oder? Ist das... Ergibt das ein Gesicht? Scheinbar. Das fällt mir jetzt erst auf. Entschuldigt. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, wo dieses Büchlein hingeht. Auch ist die Umfrage für das Novemberbuch doch relativ eindeutig. Wir haben ja einen Märchenmonat einberufen sozusagen für den November. Und bis jetzt, Samstagmittag, führt die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und ich glaube auch einfach, dass es nicht mehr aufholbar ist. Und ihr werdet es dann, denke ich, jetzt auch im Leseclub dann sehen, welches Buch es geworden ist. Und das werden wir dann auch wieder so um den 20. November grob oder 19., 18., müssen wir mal gucken, dann auch gemeinsam lesen. Und ich denke dann, dass das Dezemberbuch etwas Weihnachtliches wird. Und da ist ja dann tatsächlich schon Weihnachten. Es ist verrückt. Aber für mich wird die unendliche Geschichte ein Reread sein. Ich habe das Buch, glaube ich, schon dreimal in meiner Kindheit und Jugend gelesen und freue mich aber, denn das letzte Mal ist bestimmt schon über 10, 12 Jahre her. Ich denke, da werde ich so Anfang 20 gewesen sein, und dementsprechend freue ich mich sehr auf dieses Buch und wie da dann so auch der Austausch sein wird. Dann habe ich in dieser Woche mit Stranger Things angefangen. Ich habe es euch schon erzählt, dass ich mich vorbereiten möchte auf Staffel 2, die es ab dem 27. Oktober auf Netflix geben wird, und ich habe so die ersten 5-6 Folgen, ich glaube eher 5 Folgen in dieser Woche angeguckt, vornehmlich meistens morgens so zur Unterhaltung beim Fertigmachen. Dadurch, dass es ja ein Rewatch ist, also ein nochmal gucken, finde ich, kann man das immer ganz gut auch so, während man sich schminkt, während man frühstückt, während man Katzen schmust und dementsprechend auch immer mal abends so ein bisschen noch im Bett, weil Netflix ist ja mega praktisch, entweder auf dem Handy oder vom Handy via Chromecast an den Fernsehen. Jetzt werde ich hier wieder beobachtet. Und ja, ich freue mich mega, mega, mega auf die zweite Staffel. Ich finde die erste grandios. Es ist wirklich eine Top-Serie, die Mystery-Feeling hat, Grusel, Schauer, so das Zwischenmenschliche und so ein wunderbares 80er-Feeling. Und das ist so typisch gefühlt Stephen King und Steven Spielberg und wie sie da alle hießen in den 80ern mit ihren Schockerfilmen. Und es ist einfach ein cooles Gefühl. Also es macht irgendwie Spaß, wenn die Leute zum Festnetztelefon rennen und dann dort auch stehen bleiben müssen und unser eins denkt sich, naja, hättest du mal dein Handy genommen, ne? Oder ne, solche Dinge, das macht echt Spaß und ist echt eine tolle Serie, absolute Empfehlung. Und macht auf jeden Fall großen Serienspaß und werde ich jetzt auch die erste Staffel jetzt in den kommenden Tagen auch noch beenden. Und dann mal gucken, wie ich nächstes Wochenende dazu kommen werde, die zweite Staffel zu gucken, beziehungsweise dann die darauffolgende Woche. Da ist ja dann auch ein Feiertag am 31. Oktober, der Dienstag. Den habe ich auch frei und da hat man dann ein bisschen Zeit, um Serie zu gucken. Dann habe ich diese Woche angeguckt, 7 Minuten nach Mitternacht, die Buchverfilmung von Patrick Ness Roman. Und ich habe hierzu schon am Donnerstag ein Video hochgeladen. Einmal natürlich mit so einem Buch-Film-Vergleich und auch einem kleinen Gewinnspiel. Und das geht jetzt auch noch bis zum 25. Oktober. Wenn ihr also Lust habt, eine DVD zu gewinnen, dann guckt mal in die Infobox, da kommt ihr zum Video. Und da könnt ihr dann natürlich noch beim Gewinnspiel mitmachen. Also ihr findet das natürlich, wie auch alle anderen Links, wie Leseclub, Kanalverlinkung und so, findet ihr natürlich alles unten in der Infobox. Ein Film, der mich sehr traurig gemacht hat, sehr runtergezogen hat. Man sollte den wirklich wahrscheinlich nur gucken, wenn man ein bisschen gut gelaunter ist und vielleicht auch nicht gerade irgendwie was Trauriges verarbeitet, was einen halt dann noch runterziehen könnte. Aber alles in allem wirklich eine gute Buchverfilmung, aber guckt euch da einfach mal mein Video zu an. Und mehr ist die Woche tatsächlich gar nicht passiert, außer dieses in Deutschland ankommen, Eindrücke verarbeiten und jeden Tag ein Wellenvideo anschauen, was ich im Urlaub gedreht habe,
Das fällt mir tatsächlich sehr. Also dieser Blick vom Bett aufs Meer und den ganzen Tag am Meer sitzen und die Wellen sehen, hören und dann natürlich auch in den Wellen liegen, das ist schon, ach, das gibt einem wirklich noch so viel Kraft und ja, auch, ja, wobei ich natürlich auch die Menschen vermisst habe, liebe Freunde, die Familie, die man jetzt natürlich dann jetzt wieder gesehen hat und ja, dementsprechend, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Aber der nächste Urlaub soll nicht so in die Ferne rücken wie diesmal, wo ich ja, glaube ich, 3 Jahre nicht weg war. Ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr zu verreisen. Und ja, ich ja, habe mir das fest vorgenommen. Mal gucken, ich hoffe, es klappt. Und ja, ich denke, ich habe jetzt auch genug gequasselt. Diese Woche ist noch meine Frühschichtwoche. Ich habe jetzt im Oktober, glaube ich, keine große Spätschicht gehabt, auch einfach, weil ich ja im Urlaub war und wir alle anderen gefühlt da waren. Und dann ja, hat man da mal so ein bisschen Glück. Ich habe auch ein bisschen projekttechnisch was zu tun. Dementsprechend ist das immer ganz von Vorteil. Habe die Woche aber so ein bisschen Arzttermine, so Routineuntersuchungen, Zahnarzttermin und solche Dinge, die erledigt werden müssen und ja, wie es manchmal so ist. Ja, aber es ist nichts, was nicht machbar wäre. Und mit dem Urlaubsgefühl geht sowieso gefühlt alles ein bisschen einfacher. Und ja, bevor wir jetzt gar ganz im Dunkeln sitzen, weil es wird gefühlt immer dunkler, ich kann mir vorstellen, dass es dann demnächst auch regnet, was ich nicht so gut finde für das, was ich vorhabe. Aber ja, das Wetter ist einfach, wie es ist, ne? Kann man nicht viel ändern. Hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit meinem Geplauder in der Bücherwoche. Mich interessiert natürlich immer, was ihr so gerade ein bisschen gelesen habt, vielleicht auch schon Film geguckt habt. Schaut ihr auch Stranger Things? Habt ihr eine andere Serie für euch entdeckt? Immer gerne in die Kommentare. Würde ich mich mega darüber freuen, über den Austausch mit euch. Ich hinke noch ein bisschen mit der Beantwortung von Kommentaren nach. Seht mir das bitte noch nach, wenn ihr keine Antwort bis jetzt bekommen habt. Ich versuche das jetzt auch am Wochenende ein bisschen aufzuholen. Aber so eine Woche Kommentare natürlich kriegt man ein bisschen schwer, dann wieder nachzuholen. Und ein paar E-Mails müssen noch beantwortet werden. Also bitte Geduld. Ich versuche das jetzt sukzessive die nächste Woche auch abzuarbeiten. Und ja, freue mich aber wirklich über jeden Kommentar. Und ja, gelesen habe ich sie gefühlt, glaube ich, schon alle. Aber ich muss da jetzt einfach noch so ein bisschen in den Austausch kommen. Aber es kommt keine Gedanken und es geht nichts unter. Und ja, ich denke, das war es jetzt auch von mir. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr natürlich das Video seht. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann auch in einem nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.